sind Milchkühe immer schwanger. Ich denke, das hat ein Stadtkind gegoogelt. Schwanger sind vielleicht du und ich, aber eine Kuh ist auf jeden Fall trächtig. Nein, nicht durchgehend, aber eine Kuh ist im Normalfall einmal im Jahr trächtig. Das dauert dann im Schnitt 9 Monate und 10 Tage, ungefähr wie beim Menschen auch. Wenn dann eine Kuh trächtig ist, kann ich diese auch melken. Dennoch ist es so, dass eine Kuh 8 Wochen vor der nächsten Geburt bzw. vor der nächsten Kalbung trockengestellt wird, auch als Mutterschutzurlaub bezeichnet. In dieser Zeit wird die Kuh dann auch nicht gemolken. Normalerweise bekommt die durchschnittliche Milchkuh dann 4 bis 6 Kälber in ihrem Leben. Ich habe aktuell 3 trächtige Tiere in meinem Stall, das sind die hier hinter mir. Haut mal ein Kuh-Emoji in die Kommentare für alle Kühe da draußen und lasst ein Like da.